Kapitel 50. Der letzte Teil der Plot-Armor. Eigentlich war der Kampf entschieden, doch Seraora weigerte sich, einen Sieg zu akzeptieren. Der vorletzte Teil der Plot-Armor war bereits in Besitz Team Polana Watras gewesen, doch nun stand es wieder offen. Doch irgendwie, auch wenn sie es wollte, schaffte Aurora es nicht wirklich, zornig zu sein. Seraora forderte keine Wiederholung, um dem Team zu schaden, sondern weil er nun mal ein Ligakämpfer war, mit Leib und Seele. Siege waren nichts, das man geschenkt bekommen sollte, gerade in der Königsliga. Ein Erfolg musste man sich verdienen. Das war es gewesen, was er Aurora und Kel gepredigt hatte, an dem Tag, an dem Team Polana Watra gegründet wurde. Teil der Liga zu sein war harte Arbeit, mehr als vielen bewusst. Man muss dafür einstehen können, wer man wirklich war und was man wollte. Und Seraora wollte ein ehrenvoller Krieger sein, niemand, der Siege geschenkt bekam. Elementara wirkte von der Situation etwas aus der Bahn geworfen. Ihr schien nicht ganz klar zu sein, wie sie auf diese Forderung wohl reagieren sollte. Also, wenn Team Polana Watra der Forderung zustimmt, dann wird dieses Duell wiederholt. Kel, Aurora, einer von euch soll mir bitte seine Entscheidung mitteilen. Kurz blickte sich Aurora fragend um, als Monagoras mit dem Kopf zu einem kleinen Lautsprecher an einer der Wände zeigte. Darunter ein leuchtender Knopf. Elementara, hörst du mich? Laut und deutlich, also, was soll geschehen? Noch einmal drehte Aurora sich um und blickte Kel fragend an. Dieser verstand die Idee und nickte. Wenn Seraora wiederholen möchte, dann soll es so sein. Lasst ihn weiterkämpfen. Kurz verstummte die Leiterin auf der anderen Seite des Geräts. Gut, wenn ihr das so wollt. Anschließend ertönte ihre Stimme erneut aus den Lautsprechern. In Übereinstimmung zwischen Kämpfern und Teamleitern darf dieser Kampf wiederholt werden. Kämpfer, auf eure Plätze! Etwas verblüfft blickte Olanga hinauf, dorthin, wo Elementara gesetzt war. Doch anschließend machte er sich bereit, die Ehre zu verteidigen, welche er zu tragen hatte. Es tut mir leid, aber ich konnte es nicht einfach annehmen, Aurora. Seraora stand mit seinem Team um den Tisch der Kammer unter dem Ring. Die dritte Runde stand kurz bevor, nachdem Olanga nach seiner Rückkehr schnell Fuß fasste und Seraora keine Chancen mehr ließ. Wir haben dem Ganzen auch zugestimmt, Seraora. Es geht nicht nur um den Sieg, so funktioniert diese Liga nicht und das wissen wir. Und trotzdem, diese Runde müssen wir gewinnen, also machen wir uns beide auf nach oben, komm. Auch wenn sie es sich nicht anmerken lassen wollte, nun, wo sie auf der Plattform stand, welche sie und Seraora nach oben fuhr, wurde es wohl Nona wirklich nervös. Nun mussten sie siegen, gegen ein Zoroark und Olanga. Wenn sie scheiterten, dann wäre vielleicht ihre einzige Chance verspielt, jemals an die Rückenplatte der Plot-Armor zu kommen. Die Wände um die Plattform begannen sich zu öffnen, was hieß, dass auch ihre Gegner angekommen waren. Entschlossen trat das Duo, welches einst zwei Teams waren, nach vorne, genau wie ihre beiden Gegner. Zwei Zoroark. Wo war Olanga? Er würde doch in so einer Lage nicht seine Handlanger schicken. Irgendetwas musste hier faul sein, nicht? Zwei Zoroark wären kaum ein Gegner für ein Duo aus Seraora und Aurora. Was sich auch innerhalb von Minuten zeigte. Mit Polana Watras Kämpfern auf dem Platz verbleibend, endete Runde 3. Nach ungewohnten Geschehnissen endet das Duell nun letztlich. Die Sieger sind Team Polana Watra auf ihrer Jagd nach weiteren Höhen. Als Team Polana Watras Kämpfer-Duo wieder bei ihrem Team eintraf, stießen sie auch hier auf fragende Gesichter. Was war das? Wo war Olanga? Es gab nur einen Weg, diese Frage zu beantworten. Das wusste auch mal Shadow. Fragen wir ihn selber. Er schuldet uns nämlich einen Teil der Plot-Armor. So eigenartig der Kampf auch war, dies war ein Fakt, welcher das Team in ihrer gesamten Mission weiterbringen würde.
Dieses Teil war das vorletzte, welches die Plot Armor noch bot. Als Team Polarnavatra so die Kabine verließen, wurden sie bereits erwartet. Wieder waren die beiden Sorak bereits abgezogen. Alleine Olanga Alpha wartete im Gang zwischen den Kabinen. Ich habe euch erwartet. Eine Wette ist eine Wette, egal ob der Ausgang meinen Wünschen entspricht. Und wieso hat er das? Wenn du in Runde 3 selber angetreten wärst, dann wären deine Siegeschancen deutlich höher gewesen. Und trotzdem hast du die beiden Sorak geschickt. Was ist der Haken? Das Misstrauen Auroras war eindeutig und gegenüber der Quelle Epsilons Hasses durchaus begründet. Doch die Antwort fiel anders aus, als sie es erwartet hätte. Es gibt keinen Haken. Seraora, dein Kampfgeist war der Grund. Du hast wahre Kriegerehre in dir. Und auch ihr beiden, die das Team leiten. Ihr hättet euren Sieg annehmen können. Einfach mit dem Artefakt davonlaufen. Mich stehen lassen, geschlagen von Mächten außerhalb meiner Kontrolle. Jedoch habt ihr euch entschieden, wahre Krieger zu sein. In der Schlacht wäre eure Gnade ein Fehler. Im Sport zeugt sie aber von Fairness. Deswegen habe ich es euch einfach gemacht, nachdem ich bewies, dass ich immer noch überlegen bin. Der Riese legte die eigenartige Scheibe in seiner Hand vor Keller auf den Boden. Diese Wette haben Krieger gewonnen. Erwartet jedoch nicht, dass euch noch einmal Gnade zuteil wird, sollten wir uns im Turnier treffen. Mit diesen Worten verschwand er und ließ das Team zurück. Also, wenn ich den Namen nicht schon vorher gekannt hätte, würde ich den Kerl jetzt fast für sympathisch halten. Aber egal, wir haben jetzt den dritten Teil der Plot Armor. Betrübt blickte Keller auf den Boden. Ein weiteres und du wirst gegen Epsilon antreten, Aurora. Und vermutlich auch gegen mich, wenn die Rüstung danach dein wird. Sofort auf diese Worte folgend, schnallte sich das Akandi den neuen Gegenstand um den Rücken, mit den Schnüren umgebunden. Licht durchfloss ihn für einen Moment und seine Muskeln schienen sich zu lockern. Die Stimme ist kaum noch ein Flüstern. Vielleicht werde ich sie eines Tages doch noch loswerden. Aurora warf einen gedankenverlorenen Blick auf Kel. Für seine Verhältnisse wirkte diese Aussage doch ziemlich optimistisch. Andererseits war das Akani noch am Abend davor nur Meter vom Tod entfernt gewesen. Aber vielleicht würden sich die Dinge wirklich bessern können. Das Vulnona zweifelte nicht daran, dass Kels Leben sich bessern würde, doch sie konnte noch keinen völligen Optimismus darüber aufzeigen, ob der Betroffene selber dies rechtzeitig erkennen würde. Doch auch hier wurden ihre Gedanken unterbrochen, als Elementare kamen, um dem Team zu gratulieren. Polarnavatra, vor allem ihr beiden, Seraora und Aurora. Ihr habt tatsächlich Olangas Team besiegt. Herzlichen Glückwunsch. Und nicht nur das, Elementare. Derjenige, der vorher den Platz an der Ligaspitze besetzt hatte, wirkte euphorisch. In einer Wette mit ihm hat Kel das dritte Stück der Plot Armor gewonnen. Noch ein einziges. Dann sind wir durch. Dann ist sie komplett. Interessiert blickte Team Nordicas stärkste Kriegerin zum Träger der Rüstung. Die Rückenplatte, tatsächlich. Dann fehlt euch nur noch der Bauchschutz. Ich bin mir sicher, den werdet ihr ja auch bald finden. Kel zeigte sich diesem Thema gegenüber neutral. Es ist zu hoffen, ja. Außerdem nun, wo ihr Teil der Königsliga seid und euer erstes Duell bereits gewonnen habt. Ich möchte euch etwas zeigen. Also Monagoras, du kennst es schon, aber euch anderen. Folgt mir. Ohne dass weitere Aufforderungen vonnöten waren, lief die Gruppe Elementara hinterher, welche im Eingangsbereich eine Tür öffnete, welche Aurora immer nur geschlossen gesehen hatte. Eine Treppe führte hinter ihr nach unten in einen recht großen, stark gesicherten Raum. In seiner Mitte stand ein Sockel, auf welchem eine seltsame Scheibe prangte. Sofort schien Marshadows Blick gefangen auf dem Gegenstand. Kel hingegen hatte eher ein seltsames Gefühl, als er ihn so sah. Seit Monaten hat nur Team Nordica Zugang zu diesem Ort. Denn an diesen Ort dürfen eigentlich nur die Champions. Dies hier, dies ist das Kaiser-Emblem. Der Preis für den Sieg der Liga in Berelo. Und wer weiß, vielleicht seid ihr die Nächsten, die dieses Emblem ihr eigen nennen können. Sofern ihr es an meinem Team vorbeischafft. Eine seltsame Hitze ging von dem Emblem der Sieger aus,
Zumindest Kel hatte dieses Gefühl. Und der Experte des Gebietes, Mashadow, konnte beantworten, weshalb. Elementara, woher kommt dieses Emblem? Diese Frage schien über das Wissen der Leiterin hinauszugehen. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es bereits zu Beginn der Liga hier war. Amagaga brachte es mit. Direkt betroffen war Modagoras derjenige, der am besten Bescheid wusste. Ich hätte es wissen müssen. Nur ein Psychopath wie das Mastermind hätte so etwas tun können. Epsilon erklärte, als ich noch auf ihrer Seite stand, immer, dass sie zwei Teile der Plot Armor besäße und den Aufenthaltsort zweier anderer nicht kenne. Jedoch wüsste sie, dass eines in guten Händen wäre. Amagaga hatte einen Teil der Plot Armor. Elementara, dieser Gegenstand, dieses Emblem reagiert auf Kels Ausrüstung, da es die umgeschmolzene Bauchplatte der Plot Armor ist. Der Bauchschutz sollte wahrlich so nah sein, direkt im Lager des Freundes. Heißt das, unsere Suche ist zu Ende? Die Plot Armor ist endlich vollständig, so plötzlich? Jetzt mal ganz langsam hier. Elementara wirkte nicht begeistert von all den Behauptungen, welche hier durch den Raum glitten. Ihr wisst, wovon ihr gerade redet, oder? Das hier ist der Stolz meines gesamten Teams. Und ich glaube zwar nicht, dass jemand von euch boshaft lügt, aber es gibt nicht einen handfesten Beweis für eure Behauptung. Ich habe euch wirklich schon oft gefallen getan. Vermutlich öfter, als ich in dieser Position sollte. Aber das Emblem gehört den Champions. Weder als Leiterin der Liga, noch als Leiterin Team Nordicas kann ich dieses Stück weggeben. Im Lager des Freundes, ja. Aber auch Freunde denken manchmal anders als man selber. Lass uns doch wenigstens testen, ob es wirklich die Plot Armor ist. Vielleicht hat Mashadow ja Unrecht, dann ist die Sache ohnehin geklärt. Und wenn nicht, dann hast du deinen Beweis. Nein, wenn es um das Emblem geht, dann endet mein Großmut. Das gilt für euch alle. Aber... Für alle, auch für dich, Monagoras. Raus, wir gehen wieder. Proteste waren wirkungslos und es blieb dem Team nichts als den Raum zu verlassen, so wie Elementara es forderte. Sofort hinter dem Team verschloss sie die Kammer des Emblems wieder. Also dann, Aurora, Kelma, Shadow, Monagoras, Seraora. Wenn ihr das Emblem wirklich so dringend wollt, dann müsst ihr es euch verdienen. Ihr wollt das Zeichen der Champions. Dann werdet die Champions. Trefft mich in 3 Wochen im Ring, wenn ihr diese Debatte weiterführen wollt. Bevor weitere Widerrede entstehen konnte, verließ Elementara den Eingangsbereich und kehrte zurück in die Schiedsrichterloge, außer Reichweite des Team Polana Vatra. So möchte sie dieses Spiel also spielen. Nun gut, 4 Siege brauchen wir in den nächsten 6 Spieltagen für eine gute Chance aufs Turnier. Wenn Elementara uns herausfordern will, dann nehmen wir an, oder seht ihr das anders? Auroras Antwort kam überzeugt, jedoch auch etwas betrübt. Du hast recht, auch wenn es schon wehtut, dass Elementara uns auf dem letzten Schritt der Reise so ein riesiges Hindernis stellt. Ich meine, es war mal mein Traum, Championess der Liga zu werden, aber jetzt müssen wir es schaffen, damit wir Epsilon besiegen können. Also, dann werden wir trainieren, wie noch nie zuvor. In 3 Wochen werden wir in Höchstform sein müssen, damit wir nicht nur die Champions der Liga, sondern auch Epsilon ein für alle Mal besiegen können. Wer von euch ist dabei mitzumachen? Mashadow, Monagoras, Seraora und natürlich auch Kel. Dies war die Gruppe, welche sich in diesen Minuten vornahm, das Unmögliche möglich zu machen. Diese 5 wollten Champions werden, als Teil eines Teams, welches derzeit in seiner 3. Saison war. Eine Herausforderung, wie sie größer nicht sein könnte. Und doch würde gerade diese schier unmögliche Herausforderung sein, was vonnöten wäre, um Epsilons Schreckensherrschaft noch innerhalb 1 Monats beenden zu können. Was nötig wäre, waren Teamwork, Stärke, Präzision, Geschwindigkeit und Strategie. Elementara und ihr Team, Team Nordica, bis eben noch enge Freunde, standen nun als einzige zwischen Team Polana Vatra und der Plot Armor. 6 Spieltage. Und sollte in diesen der Erfolg genügen, dann 4 Turnierspiele und ein Champion-Kampf.
Dies war es, was Team Polana Vatra erwarten könnte. Doch ein Fehler und es wäre alles vorbei.